dass wir auch die Kamerafahrten sehen. Also ich bewege mich hier zwar langsam, aber doch. Hab quasi die Kamera in der Hand. Kann hier um den Wolfgang herumgehen. Kann natürlich auch hier näher rankommen oder weggehen. Und ich glaube, das Ganze wird aussehen wie im Kino. Und diese Kamerafahrt bringst du ansonsten nur mit einem Gimbal zusammen. Aber Lumix hat das schon lange Zeit als Stärke. Und jetzt passt eben auch der Phasenautofokus absolut. Also der Wolfgang ist ganz scharf abgebildet, egal wie ich mich bewege und wie schnell. Es ist völlig egal. Die Kamera hat den Fokus immer. Immer scharf zu sein, muss gar nicht positiv sein. Oh ja, Wolfgang, du bist immer scharf. Zuerst haben wir mit der Canon V10 eine Powershot gefilmt und ich liebe dieses Gerät, weil es einfach ist, vor allem dann, wenn man ganz alleine unterwegs ist und filmen möchte. Also für Vlogger wunderbar geeignet. Aber jetzt habe ich die Lumix G9 in der Hand und kann mich natürlich hier ganz frei bewegen. Kann da hier auch zu einer burgenländischen Sehenswürdigkeit, zu einem Ziehbrunnen, den die Bauer früher verwendet haben für die Zugtiere, bewegen, mich herumdrehen und wiederum zu unseren Geräten kommen. Und habe natürlich auch die Möglichkeit, die Kamera umzudrehen und selbst ins Bild zu kommen. Meine Erfahrungen jetzt mit der Lumix G9 Mark II an diesem Tag. Nun, wie ihr schon wisst, sind heute keine Kitesurfer hier. Es gibt auch nur ganz wenig Wind, leider Gottes. Deshalb haben wir uns eben andere Fotomotive vorgenommen. Und ich habe eigentlich fast weniger mit dem Tele, mit dem langen, als mit dem normalen Kit-Objektiv von Lumix aufgenommen. Ich habe aber jetzt gelernt, dass die Kamera wirklich super schnell ist, dass dann der Eindruck am Sucher schon sehr genau ist. Also es kommt mir vor, als ob die 5 Megapixel mehr eventuell auch im Sucher schon anders gezeigt werden. Und ich habe auch nicht das Problem, mich an die Kamera gewöhnen zu müssen, weil ich ja das ganze Lumix-Menü von anderen Kameras schon kenne. Das heißt, hier gibt es eigentlich keinen Eingewöhnungseffekt wie bei anderen Herstellern. Wir werden natürlich schauen, ob wir vielleicht in Kürze wieder mal dort vorbeischauen oder bei anderen Sportarten dann das lange Tele verwenden werden. So viel dazu. Ich bin jetzt schon begeistert von der G9 Mark II. Muss aber sagen, wenn du nur fotografierst und nicht filmst und du hast die G9 Mark I, dann kannst du auch mit der weiterarbeiten, weil so viel Unterschied wird es hier nicht geben. Also diese 5 Megapixel mehr sind nicht der große Unterschied. Wo aber der große Unterschied ist, ist auf jeden Fall die LUTs, die du per SD-Card einfach in die Kamera schreiben kannst. Und das gefällt mir schon sehr gut. Also vor allem beim Filmen ist das natürlich ein Riesenvorteil. Aber auch in der Fotografie, vor allem dann, wenn du Reportagen fotografieren möchtest. Das war's für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren und wir sehen uns bald wieder. Daumen nach oben, unten abonnieren, Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.